Guten Morgen, meine lieben Frischluftfreundinnen und Frischluftfreunde. Ich bin am Edersee-Bahnradweg, am Einstieg in Korbach. Das liegt in Nordhessen. Und ich möchte heute eine Tour fahren, die habe ich mir ausgeguckt. Das sind knapp 65 Kilometer. Da komme ich in Bad Aarhuse vorbei, am Schloss und am Zwistersee. Jetzt geht es erstmal ein Stück den Edersee-Bahnradweg runter und dann biege ich ab. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich dabei begleitet. Viel Spaß auf der Tour. Ich probiere heute mal was anderes aus. Ich habe das schon öfter so gemacht, ich habe euch das bloß nicht gezeigt bisher. Ich habe eine Powerbank mit Solarmodul und die ist nicht so schwer wie meine andere. Meine andere, die kann ich auf Radreisen nehmen. So für Tagestouren nehme ich schon mal diese gerne. Einfach mit Kabelbinder festgemacht, fertig. Nach ca. 10 Kilometer verlasse ich jetzt den Edersee-Bahnradweg und jetzt schickt mich Komoot hier durch die Felder. Der Wind dürfte heute kein Thema sein und Regen ist auch nicht in Sicht. Ich glaube Regenwahrscheinlichkeit 10%. Da passiert meist nichts. Einmal eine Rundumsicht in alle Richtungen. Jetzt denkt bestimmt der eine oder andere, das waren doch nicht alle Richtungen, es waren nur drei Richtungen. Richtig, die vierte Richtung wäre gegen die Sonne gewesen. Das wollte ich euch ersparen. Da unten aus dem Tal komme ich her.
Ja, so gefällt mir das Wetter. Nicht zu heiß. Ich glaube, es sind nur 14 Grad. Ist eigentlich zu kalt, kurzärmlich. Und jede Menge Wolken am Himmel. Aber auch Sonne ab und zu. Jetzt schlängle ich mich durch das Tal hier. Es geht öfter mal rauf und runter. Aber harmlos. Ich bin auf dem Kassel-Edersee-Radweg, habe ich gerade gelesen. Jetzt bin ich in Freienhagen. Jetzt bin ich gerade ein ganzes Stück gefährliche Straße gefahren. Jetzt komme ich wieder auf so einen Zuweg hier, so einen Wirtschaftsweg oder Feldweg oder was. Vorne kommt irgendwie so ein Herrenhaus. Waldgut Hönscheid. Die müssen eher was mit Pferden zu tun haben. Hier sind jede Menge Stallungen. Nachdem ich jetzt an diesem Pferdehof vorbeigefahren bin, komme ich jetzt hier durch ein schönes Fichtenwaldstück. Das hat ja schon Seltenheitswert. Hier ist man Waldstück, was nicht vom Borkenkäfer angegriffen ist. Boah, hier hat man eine Aussicht über das Land. Hier vorne links liegt Landau. Jetzt bin ich hier im Twistersee. Und was hier so einen Krach macht, ist ein Modellboot da vorne. Jetzt komme ich hier nach Bad Arolsen rein.
Bad Arolsen. Was ist eine schöne Aussicht hier. Rechts, das gehört zu Mingeringhausen. Und links ist alles Bad Arolsen noch. Und im Hintergrund die Kasseler Berge. Jetzt kommt hier Massenhausen. Typisch für Nordhessen ist rot gedeckte Dächer und viel Fachwerk, und die Balken sind hier nicht schwarz gestrichen, sondern hier sind die rot gestrichen. Passend zu den Dächern. Jetzt geht es hier den Hügel hoch. Jetzt bin ich hier auf der Massenhäuser Höhe. 433 Meter hoch. Writing down all the things that I miss, and in the letters you take form. Da hinten guckt man ins Sauerland. Und die andere Ansicht Richtung Kasseler Berge, die kennt ihr schon. Aber ich zeig's euch nochmal. Die Sonne scheint gerade auf Bad Arolsen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Jetzt geht sie durch den kühlen Wald und ich muss meine Aussage mit den roten Dächern und mit den rot gestrichenen Fachwerkbalken revidieren. Es gibt auch schwarz gestrichene Balken, graue, blaue, so mintgrün, alle möglichen Farben, nicht nur rot. Jetzt komme ich wieder zu einer Ortschaft hier und ich kann es wieder nicht lesen, weil dieser blaue Strich wieder im Weg ist. Am PC habe ich es ja jetzt herausgekriegt, da muss man die M-Taste drücken, dann verschwindet die blaue Linie und wenn man die M-Taste wieder loslässt, kommt sie wieder. Aber hier
weiß ich nicht, wie ich es machen soll. Ich kann es nicht lesen. Steht irgendwas mit. Es könnte Münchhausen sein. Und Münchhausen gibt es in Hessen ja schon mal hier. Ich guck mal. Mühlhausen heißt der Ort. Also nicht Münchhausen, sondern Mühlhausen. So, meine lieben Frischluftfreundinnen und Frischluftfreunde, ich bin wieder am Korbach, wieder an meinem Ausgangspunkt. Und hier ist so ein Trubel auf diesem Anstieg hier zum Edersee-Bahnradweg. Da kann man sich kaum draußen hinstellen und sich die Kamera ins Gesicht halten. Deswegen sitze ich im Auto. Aber ihr kennt das ja. Ja, die Tour, die hat mir nicht so gut gefallen, weil es auch öfter mal über Landstraßen ging. Aber da brauche ich auch gar nicht die Schuld suchen, irgendwo bei jemandem, nicht bei Komoot, nicht bei sonst irgendjemandem, sondern bei mir. Ich habe nämlich die Tour selber zusammengestellt. Ich habe die willkürlich zusammengestellt. Aber alles gut. Ich bin gefahren, ich hatte meine Bewegung und ich hoffe, es wird ein schönes Filmchen. Deswegen sage ich hier an dieser Stelle vielen Dank fürs Mitradeln und fürs Begleiten. Und tschüss und winke, winke, bis zum nächsten Mal.